So, heute streichen wir das Intro. Es geht direkt los. Schaut sowieso keiner zu. Und Junge. falls doch, beweise es mir und hinterlasse ein Like und einen Kommentar gerne da. Wir suchen jetzt unseren Sohn Atreus, der hier im Nebel verschwunden Junge. ist. Oh, spannend. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich die Axt habe. Wer neu auf dem Channel ist, in der Regel habe ich die Axt nicht da. Besonders wenn es um Kämpfe geht. Oh, es geht dem Sohn gut. Bis auf, dass er gleich von dem Eber, den wir gefunden haben, Atreus. aufgerieben wird. Ist er nicht in der Höhle drin, oder? Atreus. Ne, ist ein Blumen, gar kein Blut. Oh, Sackgasse. Oder hoch, ne? Atreus! Junge, Junge, Junge. Wir fangen gut an heute. Wir wussten nicht, dass er dir gehört. Tut er nicht. Er ist mein Freund. Der Junge tat, was ich ihm sagte. Dann hilf mir jetzt. Hier halten, bitte. Halten, er verliert Blut. Der letzte seiner Art und ihr schießt auf ihn. Seid ihr so hungrig? Zielübungen. Ja. Zielübungen? Es tut mir so leid. Weiter Druck ausüben. Ich bin schuld. Ich hätte aufpassen sollen. Stirbt er? Das werde ich nicht zulassen. Du, der Pfeil hat eine Arterie durchtrennt. Finde beide Enden und halte sie fest. Fange links an. Greifen und halten. Nun die rechte Seite. Halt sie fest. Gut. Jetzt zieh sie und jetzt hier zusammen. bei Grey's Anatomy oder was? So. Du bist eine Hexe. Hier kann ich ihn nicht ganz heilen. Mein Haus ist gleich hinter den Bäumen. Trägst du ihn? Er darf nicht sterben. Gut, er scheint fürs Erste stabil zu sein. Ich habe jetzt mal L2 und R2 losgelassen. Ich hoffe, die Arterien sind immer noch alle zusammen. Hier lang. Ein hohes Risiko ein. Der letzte? Da laufen noch welche rum. Okay, die sehen anders aus, ich weiß. Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hain der Zuflucht. Sie meint, ich wachse noch rein. Ich habe euch hier im Wald noch nie gesehen. Sie muss dich vermissen, so weit weg von zu Hause. Sie ist tot. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Zwei letzter Wunsch. Junge. Das tut mir wirklich leid. Kleines Plappermaul. Du musst auch zum God of War werden. Du kannst nicht so fröhlich rumlaufen und die Leute grüßen. Wir sind da. Du wohnst in einem Baum? Griesgrämig, muskulös. Darunter. Hey, Billy! So! Hier? Ja. Oh, eine Schildkröte. Dachte, so ein Hirsch haben wir auch schon erschossen. Ist er nett? Junge. Es droht keine Gefahr. Versprochen. Er streichelt es. Er hat irgendwie so eine Bindung zu Tieren, ne? Ob es mich auch mag? Hm. Moment, ist das Haus in der Schildkröte drin? Schnell. Blick ihn auf den Kreis da. Halt ihn ruhig.
Lebst du allein? Es ist besser so. Ja, mein Vater mag Leute auch nicht. Junge. Aber stimmt doch. Halt ihn ruhig, er verletzt sich selbst. Gut. Ja, ist das mein? Ruhig. Ruh dich aus. Ich brauche zwei Dinge. Frische Rotwurzel wächst hinter dem Haus. Bringst du mir ein Büschel davon? Guter Junge. Was noch? Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur. Oder seiner eigenen. Das geht dich nichts an. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen. Glaub mir, ich weiß es. Wenn sie euch finden, was sie werden, wird es sehr schwierig. Der Junge wird Fragen stellen. Das ist dann mein Problem. Was auch immer du verbirgst, du kannst ihn nicht ewig beschützen. Aber du hast recht. Ja, potenzielles Thumbnail für das nächste Video. Ich brauche auch Gartenschaumkraut. Eine weiße Blume in meinem Garten. Eine Handvoll. Klar. Gartenschaumkraut. Blume mit weißer Blüte pflücken. Ach, das sind Fische. Oh. Ist der Jäger in mir, der durchkommt. Das ist ein Baum. Eins reicht. Gartenschaumkraut, gut. Hast du auch die Rotwurzel? Der Junge sucht danach. Vielleicht könnte er Hilfe brauchen. Bitte, ohne die beiden Zutaten ist die Salbe nutzlos. Also ich würde der Alten helfen, aber der gute alte Kratos scheint mir ein bisschen grummeliger zu sein. Junge? Ach da. Hilft das hier? Das hatte einer letzten. Wann habe ich. Im letzten Video verloren. Was ist los mit mir? Wenn ich es verloren hätte. Du hast es verloren. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Verdammt. Komm mit, Atreus. Wir wollen schließlich noch zum Berg reisen. Er macht die Tür immer energischer auf. Ja, genau was ich brauche. Wird er überleben? Ja. Dann gehen wir. Halt! Ich will euch danken. Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor denen, die eure Reise stören könnten. Alte Hexe. Hey, Millie.
Es gibt eine Abkürzung unter dem Haus, über die ihr sicher aus dem Wald kommt. Geht den Weg nach unten und dann auf das Licht zu. Sehen wir dich wieder? Garantiert. So oft oder selten, wie ihr wollt. Und jetzt fort mit euch. Komm, Junge. Dieser unterirdische Durchgang bringt euch wieder zurück. Der Kompass wird oben auf der Bildschirm angezeigt, zeigt in Richtung ihres nächsten Ziels. Folgen Sie der Anzeige auf dem Kompass, um das Boot zu erreichen. Er dient euch in der Welt zur Orientierung und Navigation und wird euch immer zu euren Zielen führen. Ich sehe ein Boot. Hexenhöhle. Ich dachte, ich bin hier sicher. Nachtmare. Mutter hat mir von ihnen erzählt. Ich dachte nicht, dass es sie wirklich gibt. Nachtmare? Ja. Sie verursachen Albt. Mutter hatte mir immer von Nachtmare erzählt, bis ich nun ja selber welche hatte. Es war mir peinlich, aber sie sagte mir, dass es ebenso zum Leben gehöre und es manchmal Schönheit im Schrecken gebe. Sie sah in allem immer das Gute, selbst in diesen kleinen, unheimlichen, schwebenden Augenmonstern. Sie sind nach einem alten Wesen, dem Mar, benannt, das sich einem während des Schlafs auf die Brust setzt und an der Furcht labt. Ja, wenn sie in allem das Gute gesehen hat, dann erklärt es, was sie Träume. Mit Kratos anfangen konnte. Oder sind sie Albträume? Vergessen. Ich wünschte, ich könnte fragen. Ich verlaufe mich hier doch wieder, indem ich mich in irgendwelchen Sachen verliere. Bin ich hier nicht sicher? Hier gelangt ihr sicher durch die Gegend, sagte die alte Hexe. Ist das nicht schwer? Doch. Ist offenbar nicht schwer. Schon wieder ein paar Runen suchen hier. Da hinten ist eine Runentruhe. Komm ich da nicht hin? Ach, da muss ich mit dem Boot lang. Oh, mein Gott, das sieht aufwendig aus. Das sieht aufwendig aus. Was ist das da? Lauter Hexensachen hier. Na gut. Kann ich da doch lang? Sah nicht so aus. Nee. Talisman gewährt einen Gesundheitsschub. Oh, sowas habe ich noch nicht. Zum Aktivieren Allianz im Kreis drücken. Okay, ja, da muss ich jetzt warten, bis sich der Balken da unten links wieder füllt. Talisman-Fähigkeiten aktivieren. 15 Mal nutzen. Jetzt kommen wir schnell zum Berg. Ich kann gar nicht glauben, dass ich hier bin und all das tue. Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich käme nie aus unserem Wald raus. Oder manchmal sogar aus meinem Bett. Mit der Krankheit konntest du nichts. Oh, ich weiß. Ich wollte einfach nur sagen,
Das hier ist toll. Na gut, wir fahren einfach mal weiter. Wir brauchen nicht jede Truhe aufmachen. Wir genießen hier die Reise der beiden, so wie Atreus das gerade gesagt hat. Bootsführerschein, dafür muss ich noch eine Weile üben, so wie ich fahre. Ich nehme auch jede lange Kurve. Das ist der Berg. Sieh mal, wie nah wir sind. Wir treiben ins Meerwasser. Tun wir das? Riechst du es nicht? Wenn dieser Geruch das Meer ist, dann stinkt es. Alter, habe ich was getrunken? Sieh doch Licht. Mal, das ist Thor. Thor, das ist Donners. Genau. Du hast zugehört, wenn Mutter von Göttern sprach. Habe ich selten. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Oh, das klingt nach Baldur. Baldur. Ein Asengott, Sohn von Odin und Frigg. Und Odin ist der König. Das stimmt. Warum? Da leuchtet's, da fahren wir hin. Ja, ganz offensichtlich. Ich kann Runen sehen, auf der Brust. Sie sind kaum zu erkennen. Schweinemösen. Da steht, opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Wirst du es tun? Ist ein Argument. Aber eigentlich nicht gerade aus seinem Stil, seine Waffen wegzugeben, oder? Ja, das habe ich befürchtet. Zurück. Siehst du? Und da ist die Thor-Statue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Oh, deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Und da ist der Berg. Sieh nur, das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum Goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hä? Hm? Und da ist sogar ein Dock. Da, neben der Flagge. Und wenn ich mir erst die anderen Sachen angucken möchte. Na wir gut. Sind die Ersten, die seit wer weiß wann darüber gehen. Gehen wir zuerst zum Dock. Riesen und ist so groß, dass sie die ganze.
Wir haben die Weltenschlange von Midgard geweckt. Vater dachte, dass sie uns fressen will, aber Mutter sagte immer, dass Jörmungandr oder wie auch immer Jörmungandr eine freundliche Riesin sei. Sie versuchte mit uns zu sprechen, aber ich konnte sie nicht verstehen. Ich frage mich, ob das die Sprache alter Riesen ist. Momentan scheinen wir sie nicht zu interessieren. Ich möchte mit ihr reden. Ich habe so viele Fragen. Wo kam sie her? Was macht sie den ganzen Tag? Was frisst sie? Vielleicht gibt es einen anderen Weg, mit ihr zu sprechen. Die Welt umspannt und sich ins eigene Ende beißt. Etwas übertrieben. Ich weiß nicht. Sah verdammt groß aus. Wie lange glaubst du, ist das schon hier? Eine sehr lange Zeit. Kleiner Frosch da auf dem Boden. Ist das der Weg zum Berg? Sieht so aus. Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprössling. Ich hab da was für euch zwei. Ach, der Schmied? Brock? Aber wie bist du... Das geht dich einen Dreck an. Und jetzt rein hier. Ich hab was für euch. Und versuch bloß nicht, mir meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na gut. Brock, der Schmied. Was er wohl will? Unsere Geduld testen. Wenn die Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Sie werden sich prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können. Wartet's ab! Rennt ihr überall so herum? Puh! Sei mal ruhig, du Knirps. Fang! Der Haufen Steine da. Mit diesem Schlüssel von Yggdrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen. Eine Abkürzung zwischen den Welten. Wenn ihr sie in der Welt seht, könnt ihr damit schnell zu mir zurückkommen. Geht aber nur in eine Richtung. Direkt hierher und sonst nirgendwohin. Und was ihr auch tut, werft euch niemals, 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 nie über den Rand des Weges. Es sei denn, ihr sucht den Tod. Das würde natürlich nichts bringen. Rüsten wir dich aus. Talisman und Knäufe und Zauber sind jetzt in Läden verfügbar. Herstellen. Die Verbesserung von Rüstung, Verbesserung von Kraft kann Zauberplätze hinzufügen. Puh. Ich habe auch keine Ahnung, was ich machen soll. Knäufe können an ihre Waffe angebracht werden. Jeder Knauf erhöht die Werte und verleiht einzigartige Boni je nach Vorgehen im Kampf. Knäufe können verbessert werden, um ihre Werte zu erhöhen. Okay, Frage ist, sollte ich meine Ausrüstung, die ich habe, einfach verbessern? Sind neue Sachen immer besser? Ein Zauber der Abilität um 3 erhöht. Ist das auch ein Zauber, den ich jetzt einbauen muss in meine Sachen? Das haut mich alles irgendwie nicht so um. Also, wir verbessern unsere Axt. Ja, schade. Tun wir nicht. Wir verbessern den Bogen. Tun wir auch nicht. Verkürzt die Fallen. Das scheint auch sinnvoll zu sein. Und dann haben wir kein Geld mehr. Und dann ist es auch gut an der Stelle. Also, doch noch ein paar Weisheiten gefällig? Nee, danke. Nee, danke. Ich würde ja gerne mal das Portal ausprobieren. Hier scheinen wir noch nicht lang zu können. Also, geht's los. Geht weiter. Wir brechen auf. Und gehen wie immer Richtung Berg. Und dann machen wir morgen weiter. Haut rein.